Die Heimspiele der Munich Cowboys werden Ihnen präsentiert von unserem Hauptsponsor Werksviertel Mitte. Urbanität neu erleben. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf Sie herzlich begrüßen zur Pressekonferenz der Munich Cowboys nach dem Spiel der Munich Cowboys gegen die Würzburg Panthers. 72-0 der Endstand heute, wobei es ist ein Vorbereitungsspiel. Entsprechend ist der Spielstand, der Endstand nicht das Wichtigste, sondern eigentlich das, was wir die letzten zweieinhalb, drei Stunden gesehen haben hier. Ich darf Ihnen kurz das Podium noch vorstellen. Zu meiner Rechten Head Coach Martin Hanselmann von den Würzburg Panthers und Tight End Sebastian Hilpert. Zu meiner Linken Head Coach Garen Holley und unser Running Back Daryl Lynn Tate II. Vielleicht beginnen wir mit unseren Gästen. Martin, es war heute auch das erste Vorbereitungsspiel für euch. Ihr startet so in die Saison. Was hast du insgesamt gesehen auf dem Feld? Ja, erstmal hallo und herzlichen Glückwunsch an die Cowboys für das gewonnene Vorbereitungsspiel. Ist es eine Zeit lang her, dass ich gegen die Cowboys gespielt habe. Das Spiel heute war für uns natürlich, und so war es ja auch mit Coach Holley ausgemacht, Vorbereitungsspiel. Wir haben ein paar Sachen im Vorfeld schon besprochen, wie wir es halten wollen. Und man hat deutlich den Unterschied gesehen zwischen der Regionalliga und einem guten GFL-Team. Für uns war es wichtig, dass wir viele Dinge von uns ausprobieren konnten. Wir haben noch 3 Wochen bis zum Saisonbeginn. Also das heißt, in der Vorbereitung hat man klar gesehen, in den Special Teams, da wanken wir noch. Die haben wir noch gar nicht richtig installiert. Aber insgesamt hilft uns das natürlich, gegen einen Gegner wie die Cowboys zu spielen, weil sie technisch sind, weil sie sehr gut sind, schneller sind als unsere Spiele. Und wir lernen daran oder dabei eigentlich unsere Techniken zu verbessern. Und genau das hat es uns heute gegeben. Wir hätten gerne natürlich in der Offense ein bisschen mehr gezeigt, aber da war die Cowboys Defense einfach zu stark heute, zu schnell, zu dominant in den Linien, um da irgendwie auch mal ein bisschen Raumgewinn zu machen. In der zweiten Halbzeit hat es ein bisschen besser geklappt, aber das erste Quarter vor allem war eigentlich komplett dominiert von der Cowboys Defense. Herzlichen Dank. Garen, first game this season, how did you see this game and how do you think about the preparation for next game against Frankfurt? Yeah, definitely want to thank Coach Hanselmann for taking the opportunity to play us. We tried to find a lot of different teams. No one really wanted to step up to the plate. So it was definitely nice Würzburg decided to do that. For us today, it was just about executing. That's what the whole message has been the whole offseason, is we have the talent, we have the coaching staff, but can we line up and just play football? So that was our goal today, to just execute. If things played out in our favor, great. If they didn't, so be it. But fortunate enough today, a lot of good things were able to happen because guys just lined up and played fast and knew what they were doing, kept it simple. Preparation going into the season. We still got some things to work on, no doubt about that. I told our guys don't get a false sense of confidence. Our season, it starts really next week. We had our test day today. We executed, so that's good. So we have to build off that and be ready to go. Hopefully Frankfurt's ready to go as well. We have a great test to start our season with Frankfurt and then Schwäbisch and Marburg, but we'll take that first test and be ready for it. So, yeah, we're definitely ready. Thank you. Sebastian, wie sind eure Ziele jetzt für die kommende Spielzeit? Wenn wir jedes Spiel gut spielen und gewinnen, dann gewinnt man am Ende alle Spiele. Also ich glaube, wir... ich denke, wir schauen, dass wir aus dem Spiel halt viel mitnehmen und viel lernen. Und gegen den GFL-Team kriegt man besonders aufgezeigt, wenn dann mal ein Assignment nicht passt, dann wird es direkt bestraft. Und deswegen ist es ja optimal für uns gegen so ein Team wie München, weil da direkt alles aufgezeigt wird. Und ja, wenn wir uns verbessern und die Liga ist stark, dann, da kann alles passieren, nach oben und nach unten. Also ein richtiges Ziel da. Würde ich, glaube ich, ihn fragen. Dann machen wir das noch ganz schnell. Wir sind jetzt in Würzburg, es ist jetzt das Jahr 3, dass ich dort coache. Wir sind von der 4. Liga aufgestiegen in die 3. Liga.
war letztes Jahr zur Hälfte der Saison mal auf dem Platz 2, da hatten wir schon alle Angst bekommen. Grundsätzlich mal ist es so, dass die Würzburg Panthers versuchen, in Würzburg ein gutes Footballprogramm aufzubauen. Wir sind sehr optimistisch für die Zukunft. Wir haben eine gute Mannschaft, wir haben eine große Mannschaft. Ich glaube, damit man den Fehler nicht macht und den Sport vorantreibt, ist es für uns ganz wichtig, dass wir die Infrastruktur erst voraussetzen in Würzburg. Und das ist sicherlich das Wichtigste sportlich. Wäre ich, glaube ich, hier am falschen Platz, wenn ich sagen würde, naja, schauen wir mal. Nee, wir gehen in jedes Spiel, das wir gewinnen wollen in der Saison. Ich bin jetzt das Jahr 3 in Würzburg und wir haben eine super Entwicklung gemacht. Die Spieler verstehen den Sport jetzt schon wesentlich besser. Dann schauen wir am Ende, was rauskommt. Ich würde jetzt nicht sagen, dass wir hier aufsteigen wollen. Wir werden als Favorit gehandelt. Das ist alles, glaube ich, Unsinn. Wir bereiten uns vor, wir versuchen unsere Spieler vorzubereiten, zu entwickeln und am Ende spielen wir die Saison und wie jede Mannschaft, ich denke auch die Cowboys in der GFL, man spielt erstmal gegen den Abstieg und nach 4, 5 Spielen weiß man so eher, wo die Reise hingeht und genauso werden wir diese Saison angehen. Dankeschön. Daryl, that was your first game for the Munich Cowboys. How did you feel? I felt real great. Came in and Garen and the coaches put us in the right mindset, for us to execute during the game. He made sure that was very important. So we went out there and we focused on what we needed to do. The O-line made it easy for us. The defense really made it easy for the offense. Got us in great field position to make plays. But overall, I think my first game, it was real good. Scored from all over the place, and I mean that was really important to come in and make a statement. So I believe it was pretty good. Yeah, I think it was 4 touchdowns. So you pretty much executed, right? Gibt's Fragen von Seiten der Medien? Das ist nicht der Fall. Das ist ungewöhnlich, aber für ein Vorbereitungsspiel vielleicht auch hinzunehmen. Okay, dann darf ich noch darauf hinweisen auf das nächste Spiel hier im Dante-Stadion am 21.04. Wir werden gegen die Frankfurt Universe antreten. Kickoff ist wie immer um 16 Uhr. Ich darf unseren Gästen einen guten Heimweg wünschen, einen sicheren Heimweg wünschen. Vielen Dank, dass ihr die bisschen mehr als 300 Kilometer, wenn es sein, auf euch genommen habt und gegen uns gespielt habt hier in der Vorbereitung. Herzlichen Dank auch an unseren Hauptsponsor, das Werksviertel Mitte, für die tolle Unterstützung auch in diesem Jahr, sowie auch an alle anderen Sponsoren und Partner, die uns sehr gut unterstützen in 2018. Herzlichen Dank und bis nächsten Samstag, 21.04. hier wieder im Dante-Stadion. Tschüss.